So, dann schönen guten Morgen alle zusammen. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Diesmal geht es um das Thema Puppet, Aufbau einer Puppet Enterprise Umgebung. Ja, stellen wir uns ganz kurz vor, die Referenten, die heute dieses Webinar halten. Mein Name ist Christian Stein, bin bei NetWays Account Manager, also im Vertrieb tätig, kümmere mich hier einerseits um unsere Kundenbetreuung, aber auch um das Thema Pre-Sales und eben auch um unsere Web-Webinare. Und mein Kollege, der mich heute aus technischer Sicht begleiten wird, ist der Markus. Vielleicht kannst du dich ganz kurz auch mal vorstellen. Ja, guten Tag, mein Name ist Markus Frosch. Ich arbeite als Consultant bei der NetWays. Das heißt, ich helfe Kunden vor Ort, Projekte umzusetzen, neue Systeme zu integrieren und kümmere mich hauptsächlich um Ezinga und Puppet. Das heißt, so diese Mischung aus Monitoring und Configuration Management. Und ich werde Ihnen halt heute den technischen Teil erzählen, sozusagen. Recht herzlichen Dank, Markus. Dann gehen wir ganz kurz auf die Agenda, worum es heute auch geht. Ich will ganz kurz NetWays vorstellen, damit jeder im Webinar auch weiß, was NetWays an sich macht, wo NetWays herkommt. Dann geht es natürlich darum, was ist Puppet, was sind die Vorteile von der Enterprise-Variante, und ein Schwerpunkt ist dann aber natürlich auch die Demo, wo der Markus uns dann wirklich zeigen wird, was kann Puppet Dashboard, wie funktioniert das hinter den Kulissen mit Puppet, und die Folien sind letztlich dann auch dann nur da, damit man so diese Grundfunktionalität von Puppet so ein bisschen Überblick darüber hat. Ganz wichtig, wenn Fragen sind, wir haben einen Chat, das heißt, hier kann man gerne an uns einfach Fragen stellen, das heißt einfach an mich, NetWays, Christian Stein, kurz die Fragen im Chat schreiben. Das heißt, wir werden die dann während der Präsentation, werden wir dann einfach auch beantworten, gerne aber auch dann im Nachgang an das Webinar. Fangen wir ganz kurz an. Wer ist NetWays? Uns gibt es seit 1995. Wir sind ein Open-Source-Dienstleister, das heißt, versuchen hier wirklich komplett den Rechenzentrumsbetrieb mit Open-Source-Technologien, sage ich mal, zu realisieren. Ist natürlich heute Puppet Enterprise hier ein kleiner Exot in dem Bereich. Liegt einfach daran, dass wir auch Puppet Labs Partner sind und sowohl die Open-Source-Variante als auch die Enterprise-Variante vertreiben, und wir sehr oft feststellen, dass wir sehr viele Fragen bekommen, was ist denn der Unterschied zwischen der Open Source und der Enterprise Variante? Und darum gibt es jetzt heute mal dieses Enterprise Webinar. Sind aber hier generell im Open Source Bereich unterwegs. Das heißt hier, was der Kollege schon gesagt hat, wirklich Monitoring, Configuration Management, aber auch so die Themen Log Management, das heißt Logs zentral archivieren mit Logstash, Graphing, da gibt es hier verschiedenste Open Source Lösungen, wie jetzt Graphite in diese Richtung, bieten aber auch Managed Services an, das heißt, dass wir wirklich den ganzen Rechenzentrumsbetrieb oder Umgebungsbetrieb von Kunden mit übernehmen. Das heißt, wir setzen hier wirklich auf sehr viele Open Source Technologien für Backup, Bareos und was auch immer. Also da sind wir wirklich sehr stark in diesem Bereich tätig. Wir haben auch jetzt dann Mitte April die Open Source Data Center Konferenz, gefolgt vom Puppet Camp, wo es dann wirklich darum geht, Open Source, was fällt im Rechenzentrum an, was kann man wie im Rechenzentrum umsetzen, sei es jetzt Datenbanken, sei es jetzt Virtualisierung oder eben auch dann Puppet, wo es wirklich darum geht, so dieses insgesamt, diese Best Practice Sharing, was machen andere Unternehmen, was gibt es für Herausforderungen und wie kann man die am besten dann bewältigen. Wir haben natürlich auch die Open Source Monitoring Konferenz dieses Jahr wieder im November. Das heißt, da geht es dann rund um das Thema Open Source Monitoring. Das heißt, Nagios, Ezinga 2, aber auch andere Derivate wie Schinken beispielsweise, wo hier auch dann wieder dieser Best Practice Sharing Ansatz angedacht ist. Aber natürlich auch dann die Vorstellung von neuen Monitoring Technologien. NetWays an sich ist auch sehr stark mit Schulungen beschäftigt. Das heißt, wir bieten hier wirklich für die verschiedensten Open Source Lösungen auch Schulungen an, um wirklich diesen Einstieg in diese Technologien zu ermöglichen. Das heißt, jetzt hier beispielsweise haben wir zwei Ezinga Schulungen, drei Puppet Schulungen, wo man wirklich dann nach und nach vom Grundwissen bis hin zum tiefergreifenden Administrations- bzw. Entwicklerwissen auch dann geschult wird. Wir sind auch dann hier sehr stark in der Community aktiv. Das heißt, wir stellen wirklich alles, was wir im Rahmen von Kundenprojekten entwickeln, wieder als Open Source zur Verfügung. Das heißt, wir sind
wirklich bestrebt, dann wirklich alles, was dann gemacht wird, als Open Source wieder zu veröffentlichen, dass es auch ein Nutzen für jeden dann ist. Und sind auch hier sehr stark im Isinga-Team dann engagiert. Das heißt, dass wir auch, sag ich mal, hier an der Entwicklung mit beteiligt sind. Ein kleiner Auszug aus unseren Consulting-Kunden, die wir haben. Ich denke mal, ein paar wird man sicherlich kennen vom Namen her. Also wir haben da wirklich keine spezifische Branche, wo wir tätig sind, sondern jeder Kunde, der IT-Dienstleistungen benötigt, sei es jetzt ein Automobilkonzern, sei es eine Bank oder Postunternehmen, sind wir aktiv, aber auch im Hosting-Bereich, wo wir für Kunden dann das Hosting übernehmen, dass sich die Kunden auf die Kerngeschäfte konzentrieren, da sind wir branchenübergreifend dann auch tätig. Und was wir hier jetzt noch ganz kurz haben, ist eine ganz kurze Übersicht über die Leistungen von NetWaste, was wir insgesamt machen. Das heißt, wirklich, wir unterstützen hier Kunden von der Konzeptionierung der künftigen Umgebung bis hin zur Umsetzung, dem Support und gegebenenfalls auch dem Betrieb und wie gesagt auch den Schulungen und eben das Konferenzthema. Okay, das war es dann eigentlich auch schon von meiner Seite. Würde jetzt einfach an den Markus übergeben, dass der sich das Thema Puppet annimmt. Wie gesagt, wenn Fragen sein sollten zwischen dem Webinar, einfach im Chat dann anstoßen und wir klären das dann während des Webinars. Dann, Markus, wenn du starten möchtest. Ja, worum geht es bei Puppet? Beziehungsweise, wie sieht Automatisierung in vielen Fällen aus? Wir haben viele Kunden, bei denen wir Puppet erklären, zeigen, integrieren, die bisher auf manuelle Konfiguration setzen. Das heißt, jeder Admin muss jedes System ganz individuell konfigurieren. Das meiste findet man, wenn man Glück hat, in irgendwelchen Dokumentationen, dass man nachvollziehen kann, warum und weshalb und wie genau funktioniert es jetzt überhaupt. Großes Problem daran, kein Server schaut gleich aus. Golden Images ist so ein Punkt, den man oft aus dem Windows-Bereich kennt. Ich brauche identische Server, also erstelle ich mir einen, konfiguriere den ein bisschen und danach klone ich den 3000 Mal. Ist natürlich auch nicht schön, dauert lang, man schiebt viel Volumen durch die Gegend. Man kann sehr viele Skripte selbst bauen, jetzt hier diese ja, wunderschöne Vorschleife. Ist was man sehr häufig antrifft, beispielsweise um irgendwelche Dienste neu zu starten, irgendwelche Config-Files zu verteilen und sonst was. Oder es gibt sehr viele Dienstleister, ja, ein paar sind hier genannt, IBM, HP, die für ihre Software sehr monolithische Konstruktionen haben. Das heißt, ich habe ein riesen Softwarepaket, das ich irgendwie total intransparent ins System konfiguriert. Vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich Packages. Und der Versuch von Puppet ist eben das Ganze sehr modular, strukturiert und nachvollziehbar zu machen. Das heißt, der Puppet-Ansatz sieht so aus, ich definiere ein Blueprint. So soll mein Server ausschauen. Ich beschreibe, wie er aussehen soll, verwende dazu meine modularen Bausteine, meine Puppet-Module, die mir einzelne Teilkomponenten dieser Beschreibung abnehmen und dieses große Ganze zusammen sorgt dann dafür, dass meine Server, meine Umgebungen konfiguriert werden. Und zwar genauso, wie ich es beschrieben habe. Puppet setzt sich aus mehreren Teilbereichen zusammen. Eine zentrale Komponente ist das sogenannte Puppet Master. Das ist der zentrale Server, der alle Konfigurationsinformationen enthält. Und jede Node, sehen Sie jetzt hier unten, die sozusagen Konfiguration haben möchte, meldet sich an diesen Puppet Master an und sagt, ich hätte bitte gerne meine Konfiguration und der Puppet Master liefert diese. Dazu gibt es dann die Puppet-Konsole, ist einfach schlicht und einfach ein Frontend, damit man sieht, was in seiner Umgebung erstens konfiguriert ist, zweitens umgesetzt wird. Man kann an den Puppet Master sehr viele externe Module anbinden, man kann eine CMDB anbinden, man kann Reporting via Ticketsystem anbinden, dass Fehler in Tickets laufen, verschiedenste Setups. Diese ganzen Module gibt es seit ein paar Jahren eine sogenannte Puppet Forge. Kann man sich vorstellen wie ein Portfolio an veröffentlichten Modulen. Das sind teilweise Sachen, die Puppet Labs verwaltet, das sind teilweise Drittanbieter-Tools, wo man sich zum einen Inspiration holen kann, wie so Module auszusehen haben oder auch komplette Module verwenden kann davon. Ja,
Ganz wichtig für Puppet ist Puppet Master, wie gesagt, zentralisiert, aber auf jedem System, das von Puppet konfiguriert wird, läuft ein sogenannter Puppet Agent. Das ist ein Dienst in Ruby, der dort permanent läuft und der regelmäßig, normalerweise im Abstand von einer halben Stunde, die Konfiguration abholt und anwendet bzw. überprüft. Der ganze Ansatz von Puppet, wie das beschrieben ist und so weiter, ist auf dieser Folie ein bisschen erklärt. Ich definiere Ressourcen, das heißt, ich beschreibe, wie jetzt hier oben in dem Beispiel zu sehen ist, einen Service, nenne den SSH, sage Puppet, bitte kümmere dich darum, dass er läuft. Ich ensure, dass er running ist. Ich definiere, bitte kümmere dich darum, dass der Service enabled ist, das heißt per Checkconfig bzw. halt im Init-System aktiviert ist, dass er beim Booten hochfährt. Und ich kann Beziehungen zu anderen Ressourcen erstellen. Also dieses Subscribe sehen wir später noch ein Beispiel. Diese Definition, die ich habe, ist natürlich jetzt in dem Fall eine einzelne Ressource, funktioniert aber genauso. Diese Ressource definiere ich, kann sie simulieren, das heißt, ich kann mit dem System überprüfen, bitte wende mal diese Definition an und schau, ob du was tun musst. Das heißt, ich würde in dem Moment merken, der SSH-Service läuft nicht, ich muss ihn erst starten, beziehungsweise alles ist so, wie es sein soll, keine Meldung. Der weitere Schritt vom Simulieren ist dann natürlich das Enforcen. Das heißt, ich sage Puppet, bitte kümmere dich darum, dass es genauso ist, wie ich es beschrieben habe. Das heißt, Puppet würde in dem Moment hergehen, Dienste starten, Checkconfig ein-ausschalten, je nachdem, wie es definiert ist. Und am Ende dieser ganzen Aktion, dieses sogenannten Puppet Runs, wird ein Report erstellt. Dieser Report enthält Laufzeitinformationen, wie lang lief die Anwendung, was wurde geändert, wie viele Ressourcen sind angefasst worden, sage ich mal, damit ich einen Überblick habe, was passiert in meiner Umgebung durch Puppet gesteuert. Das ist jetzt hier ein Überblick über mehr den technischen Ansatz hinter diesen vier Schritten, wie das wirklich umgesetzt wird. Erster Schritt, ich habe wie gesagt, der Agent meldet sich am Puppet Master, gib mir mal bitte deine Konfiguration für mich. Der erste Schritt davon ist Facts sammeln. Ein Fact ist eine Beschreibung über den Server, irgendein Fakt, der den Server betrifft. Ich sehe jetzt hier ein paar Beispiele. Beispielsweise die Architektur des Betriebssystems, die Domäne des Servers, die Version des Factor-Programms, FQDN, dazu zählen IP-Adressen, welches Betriebssystem, welche Betriebssystemfamilie, Versionen, alle möglichen kleinen Informationen, die man über das System haben möchte und vielleicht auch später zur Anwendung der Konfiguration braucht. Beispielsweise, ich habe auf Debian eine Konfiguration, die schaut anders aus als auf Red Hat-basierten Systemen. Ist ja oft so, unterscheidet sich. Das heißt, ich kann das an Facts festmachen. Vorteil an diesen Facts ist auch, ich kann neue Facts selber definieren. Dazu reicht ein Shell-Skript. Wer möchte, kann das Ganze in Ruby entwickeln und kann beliebige Informationen sammeln. Beispielsweise die Apache-Version aus dem Versionskontrollsystem raussuchen oder aus dem Paket-Kontrollsystem raussuchen oder prüfen, ob ein bestimmter Dienst installiert ist, Daten zu einer Applikation sammeln, die man vielleicht betreibt auf den Systemen. Also alle Informationen, die man zentral archiviert haben möchte und die man vielleicht später für die Konfiguration braucht. Der zweite Schritt davon, das ist jetzt die Aufgabe des Puppet Masters, ist den sozusagen Katalog zu kompilieren. Der Katalog ist sozusagen die Komplettkonfiguration des Zielsystems mit allen Beziehungen dieser individuellen Ressourcen, die wir haben. Das heißt, der Katalog ist genau das, was der Puppet Agent braucht, um seine Konfiguration zu überprüfen bzw. umzusetzen. Das wird vom Puppet Master generiert und an den Agent übersandt. Und der Agent kümmert sich dann um diese Umsetzung.
Dieser Katalog ist im Endeffekt später eine YAML-Datei, das heißt eine relativ maschinenlesbare Version. Definiert wird das aber in der sogenannten Puppet-Language. Das heißt, ich definiere dort verschiedene Objekte, setze die in Beziehung zueinander, mache das Ganze vielleicht auch von Facts abhängig. Und der Katalog ist das Ergebnis dieser Gesamtdefinition. Niedrigste Komponente dieses Kataloges ist die sogenannte Ressource. Ist in dem Fall ein User, der heißt Dave. Ich möchte mich darum kümmern, dass er erstellt ist auf dem System, also dass er present ist. Ich definiere, welche UID, welche Gruppe er ist, was seine Standard-Shell ist, ZSH, wenn dem User das gefällt, wo sein Home-Verzeichnis liegt und ob das Home angelegt werden soll, sozusagen. Wenn ich also diese Ressource deploye, kümmert sich der genau darum, dass der User auf dem Zielsystem angelegt wird, wenn er nicht vorhanden ist, dass gegebenenfalls die Shell korrigiert wird, wenn sie nicht dem Wert entspricht, der hier drin steht, und das Home-Verzeichnis entweder angelegt wird oder an diesem Ort halt, ja, erzwungen wird, enforced. Es gibt verschiedene andere Ressourcen, sind hier unten kurz angesprochen. Es gibt natürlich Gruppen, man kann Host-Einträge in der etc-host verwalten, man kann Crons verwalten, man kann bestimmte Befehle ausführen in Abhängigkeit von anderen Ressourcen. Man kann Dateien auf dem Zielsystem anlegen und verwalten. Diese werden dann natürlich auch auditiert, ob der Inhalt dem entspricht, was vorgegeben ist. Ich kann Pakete installieren, ich kann Services verwalten und ich kann durch die relativ modulare Sprache eigentlich in Ressourcen alles ausdrücken, was ich brauche. Ich muss nur wissen, dass hinter diesen Ressourcen Ruby-Code steckt. Das heißt, ich muss gegebenenfalls halt jemanden finden, der sich mit Ruby auskennt, der einem so ein Modul schreibt. Aber bei Puppet ist sehr viel an diesen Ressourcen dabei, was man für den Standardbetrieb braucht. Und alles Weitere sind dann sehr spezielle Randfälle, die man teilweise auch durch andere Kombinationen abdecken kann. Diese einzelnen Ressourcen werden jetzt in sogenannte Manifeste zusammengefasst. Manifest ist sozusagen eine Datei, die einen Teil meiner Konfiguration beschreibt, indem ich verschiedene Ressourcen anwende, diese in Abhängigkeit voneinander setze und dort über Sprachkonstrukte, If-Schleifen, If-Abfragen, Arrays und so weiter das Ganze ein bisschen abstrahieren kann. Das heißt, ich kann eine File-Ressource anwenden, sehen wir auch gleich ein Beispiel, eine File-Ressource anwenden, die auf Debian anders ausschaut als auf Red Hat. Das heißt, ich packe das andere in einen If-Block mit dem entsprechenden Fact und kann das anwenden. Hier ist jetzt ein Beispiel für die Klasse NTP. Das ist jetzt ein Manifest. Das kümmert sich darum, drei Dinge zu tun. Es kümmert sich zum einen darum, das Paket NTP zu installieren, kümmert sich darum, die NTP-Konfiguration auf dem System zu pflegen und den Service NTP zu verwalten. Ist jetzt sozusagen der einfachste Beispielfall von Paket-Config-Datei-Service. Und wir sehen auch hier die Abhängigkeiten, die das System voneinander hat. Das heißt, die File-Ressource NTP erfordert, dass das Paket NTP installiert ist. Das sorgt in unserem Fall auch dafür, dass die Abhängigkeit erzwungen wird. Das heißt, dass Puppet zuerst prüfen wird, ist das Paket da, es dann installieren wird. Bevor es prüft, ist das Config-File NTP-Conf da. Es wird dadurch automatisch auch in Reihenfolge gesetzt. Und das Service NTP subskribiert sich auf die Datei ntp-conf. Das ist eine Abhängigkeit, zum Beispiel, die nicht nur erzwingt, dass die Ressource vorher bearbeitet werden muss, sondern die auch zusätzlich dafür sorgt, dass Änderungen an dieser ntp-conf dafür sorgen, dass der Service weiß, aha, ich muss den Dienst jetzt neu starten. Also sozusagen ein bisschen Logik vom Change-System davon, dass die Ressource File weiß, okay, ich musste die Datei jetzt ändern, weil sie nicht dem entspricht, was ich haben will. Und der Service dadurch automatisch eine Benachrichtigung kriegt, du müsstest mal neu starten. Hier oben ist ein Beispiel, wie man Facts anwenden kann.
NCP ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Auf Red Hat-Systemen heißt der Service nämlich NCPD. Auf Debian Ubuntu heißt der Service NCP. Muss ich natürlich abdecken, weil sonst weiß man Puppet nicht, welchen Service habe ich denn eigentlich auf dem System. Das funktioniert in diesem Fall über ein Case-Konstrukt. Den Fact, den wir hier betrachten, heißt Operating System. Der kommt von dem Betriebssystem ebenso. Kann Red Hat heißen, kann CentOS heißen, Debian Ubuntu, Solaris, SUSE Linux Enterprise, was auch immer. Und ich definiere dann hier verschiedene Variablen in Abhängigkeit davon. Also eben in diesem Fall Service-Name und die Konfigurationsdatei, die ich einspielen möchte aus diesem System. Wir verwenden diese Variablen hier unten dann, hier das Config-File als Quelle für diese Datei und hier den Namen des Services. Um das Ganze übersichtlich zu gestalten, strukturiert man diese Puppet-Manifeste, Klassen und Ressourcen, die man hat, in sogenannte Module. Das heißt, ich versuche in meiner Umgebung alle Komponenten, die ich habe, irgendwie zu Modulen zusammenzufassen. Modul könnte zum Beispiel sein, ein Modul, das mir den NCP steuert. Es könnte ein Modul sein, das mir, ich nenne es immer gerne Baselining, das heißt die Grundkonfiguration eines Systems umsetzt und erzwingt. Und da drin sammle ich dann verschiedene Manifeste, die mir das Modul ausmachen. Das heißt, so ein Modul enthält die ganzen Puppet-Klassen, die ich habe, enthält Konfigurationsdateien, enthält Templates. Template ist im Prinzip eine File, also eine Datei, die ich auf dem Zielsystem ausrollen möchte. Template hat aber die Möglichkeit, dass ich den Inhalt dieser Datei dynamisch errechnen kann. Beispielsweise, dass ich ein Template erstelle, in dem der Hostname des Systems drinstehen muss, beispielsweise vom Mail-Server die Hauptkonfiguration, wo ich also den Full Qualified Domain Name drinstehen haben möchte. Der Rest von der Datei schaut aber auf allen Systemen gleich aus. Das heißt, ich erstelle ein Template, wo nur dieser FQDN-Teil eben ersetzt wird, auf Basis von einem Fact oder einem Konfigurationswert in meiner Umgebung. Und ansonsten ist das genauso eine File-Ressource. Nur die Quelle ist eben kein statischer Teil, sondern ein Template. Ich kann in einem Modul Facts definieren. Das heißt, ich kann dort ein Bash-Skript hinterlegen, das mir ein Fact errechnet. Ich kann dort Ruby-Code für Facts hinterlegen. Und dadurch werden die dann auf die Systeme verteilt, damit sie entsprechend erzeugt und generiert werden können. So ein Modul kann verschiedenste Ruby-Erweiterungen enthalten. Man kann dort Ressourcen definieren für Umgebungen, die man hat. Beispielsweise eine Ressource, die eine DNS-Zone im Nameserver verwaltet. Gibt es viele Beispiele im Internet dafür. Man kann Funktionen darin hinterlegen, zum Beispiel um Berechnungen in diesem im Puppet-Katalog durchzuführen in Ruby und verschiedene andere Tools. Und diese Module sind auch so geschrieben, dass sie testbar sind. Also man kann sich das wie in der Softwareentwicklung vorstellen. Ich habe nicht nur die Möglichkeit, ein Programm zu kompilieren, sondern ich habe auch die Möglichkeit, das Programm zu testen, um herauszufinden, ob es etwas tut, was es soll. Das kann ich auch in Code ausdrücken für Puppet, indem ich Testszenarien definiere und mein Modul in verschiedenen Variationen testen kann. Das hinterlege ich auch in diesem Modul mit rein. Ist allerdings ein erweiterter Anwendungsfall. Also man braucht das nicht. Man kann es verwenden, wenn das Modul komplexer wird. So. Und die Aufgabe an der Spitze des Katalogs ist jetzt, den Server, den ich habe, zu klassifizieren. Das heißt, ich muss herausfinden, welche Module, welche Klassen brauche ich, um die Gesamtkonfiguration zu bilden. Das nennt sich in Puppet eben Node-Klassifikation. Und dafür gibt es verschiedene Wege. Der Grundbasisweg in Puppet ist eine sogenannte Datei, die heißt Sites.pp. Da kann ich Definitionen schreiben, die Node, also der Server mit dem Hostname XYZ, der Full Qualified Domain Name, kriegt folgende Puppet-Module, folgende Puppet-Klassen und vielleicht noch ein paar Parameter mitgegeben. Das ist der Grundweg davon. Um das Ganze jetzt ein bisschen flexibler zu machen, gibt es den sogenannten External Node Classifier. Das heißt, ich schreibe meine Konfiguration nicht mehr statisch in der Datei,
sondern ich habe ein Skript, das mir das abnimmt. Das heißt, jedes Mal, wenn sich so eine Node meldet, wird dieses Skript aufgerufen und das Ergebnis von diesem Skript beschreibt eben, welche Module, welche Klassen mit welchen Parametern anzuwenden sind. Man kann also hier beliebig anhand von einer eigenen Datenbank, einer Software, die man nebendran setzt, diese Konfiguration zusammenbauen. Den Weg, den Puppet Enterprise nimmt, ist Hira. Hira ist ein Add-on, das fest in Puppet Enterprise integriert ist, das hierarchische Konfiguration erlaubt. Das heißt, ich definiere dort anhand von Umgebungen, Gruppen, Hostnames, Konfigurationswerte. Das kann zum einen eben eine Definition sein, dass ich ein bestimmtes Modul verwende, kann aber auch ein Parameter sein, den ich auf dem Modul aktiviere dadurch. Und auch Hira erlaubt dann wieder die Anbindung an Datenbanken beispielsweise. Das heißt, Hira baut mit diesem hierarchischen Tree, holt aber die Daten dazu aus der Datenbank. So funktioniert das in Puppet Enterprise im Hintergrund. Sehen wir nachher dann, wie das mit den Gruppen funktioniert. Und man kann diese Wege auch kombinieren. Das heißt, ich kann in Sonderfällen Hira mit dem ENC, mit dem External Node Classifier kombinieren und habe am Endeffekt später eine vereinbarte oder eine Gesamtmenge meiner Definitionen. Das heißt, man hat verschiedenste Wege, das Ganze zu konfigurieren. Ja. Wenn nun also die Node fertig ist, wenn dieser Katalog an der Node angekommen ist, wird jede einzelne Ressource in der Reihenfolge, wie wir es berechnet haben, angewendet. Das heißt, es wird überprüft, ist der Zustand so, wie ich ihn haben möchte, beziehungsweise die Ressource versteht auch, was sie ändern muss, damit der Zielzustand erreicht wird, beispielsweise die Datei austauschen, dem User die Standard-Shell ändern, weil es eben anders definiert ist, als auf dem Server konfiguriert ist. Und alle Änderungen, die er tut, werden dann in einen Report geschrieben und dieser Report wird wieder an den Puppet Master gesendet. Diese Reports sind intern YAML-Dateien. Also YAML ist im Prinzip eine Sprache wie JSON, um Daten kompakt zu formatieren und maschinenlesbar zu machen. Diese Reports werden einfach mal gespeichert pauschal. Ich habe aber auch die Möglichkeit, die an Dritttools anzubinden. Beispielsweise bei Puppet Enterprise funktioniert das Ganze so, dass der Report vom Puppet Master dann ins Dashboard importiert wird, damit eben dort die Daten in der Datenbank zur Verfügung stehen, damit wir sie anschauen können. Ich kann aber auch diese Reports per Mail verschicken, sehe dann genau, welche Ressourcen geändert wurden, von was auf was zum Beispiel. Oder ich kann die Git-Systeme anbinden über einfache Skripte. Ja, das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, bis auf das, wo ich gesagt habe, Puppet Enterprise, ist im Prinzip alles, was Puppet in der Open-Source-Variante kann. Aber ist sehr viel manuell. Das heißt, ich habe kein Frontend, das mir alles zusammenschustert. Ich habe keine Kombinationslösung, die ich einfach installieren kann und sie läuft. Das heißt, die Idee hinter Puppet Enterprise ist, eine Gesamtlösung zu liefern, die dem Kunden erstmal eine Puppet-Umgebung liefert. Und später kann ich dann noch Add-ons, was auch immer, was ich brauche, daran anbinden. An Spitze des Ganzen ist so eine Puppet Enterprise Konsole, das heißt, das ist das Frontend, das die Konfiguration der Systeme erlaubt, das einen Überblick über das System ermöglicht, das Facts anzeigen kann, das Reporte anzeigen kann und diverse nette andere Tools. Das sehen wir dann gleich in der Live-Demo oder Live-Interaktion mit den Nodes kann. Das Puppet Enterprise Paket ist so konstruiert, dass für verschiedene unterstützte Systeme ein Komplettpaket kommt. Das heißt Ruby, Apache ActiveMQ, was für Live-Interaktion benötigt wird. Und alle Komponenten von Puppet Labs kommen sozusagen als Gesamtlösung auf ihr System. Das sind RPM-Packages, Debian-Packages, was auch immer Sie als Grundlage nehmen möchten. Und diese sind alle zusammen getestet. Das heißt, Sie stückeln keine Module mehr zusammen und
passen die an, wie sie sie gerne brauchen oder hätten, sondern es ist eine fertige Lösung, die aber trotzdem noch modulare Erweiterung erlaubt. Aber sie haben erstmal ein lauffähiges System. Das ganze System ist von Puppet Labs supported. Es gibt einen definierten Update-Pfad. Das heißt, solange Sie Lizenzen haben, kriegen Sie Updates für die Systeme und müssen sich keine Sorgen darüber machen, dass Sie wirklich das halbe System umbauen müssen, bloß weil ein Update kommt. In der Grundlizenz und auch in dem Softwarepaket, das Sie jederzeit runterladen können auf der Puppet Labs Homepage, sind 10 Server inklusive, also 10 Agents, die an das System angebunden sind. Das heißt, wenn Sie morgen oder heute Nachmittag noch testen möchten, müssen Sie das einfach nur runterladen, auf den Server installieren und können anfangen zu testen. Und was jetzt auf der Folie leider noch fehlt, ist, das ist auch relativ neu dazugekommen, auf der Puppet Forge gibt es verschiedene Module, beispielsweise wie man einen Datenbankserver konfiguriert, wie man NTP konfiguriert, Apache und so weiter und so fort. Diese Module sind jetzt auch vom Puppet Lab supported teilweise. Das heißt, Sie finden dort Module, wo explizit dabei steht, supported in Puppet Enterprise. Und Sie können sich praktisch sicher sein, zum einen, dass die Module mit Puppet Enterprise funktionieren, dass sie von Puppet Labs getestet sind und zum anderen, dass, wenn es Probleme damit gibt, Sie auch Support von Puppet Labs dafür bekommen. Welche Betriebssysteme unterstützt Puppet zurzeit? Ist hier die Liste. Im Prinzip alle Red Hat-Derivate. Das schließt auch Oracle Linux mit ein, ist unten noch kurz CentOS. Ich kann Windows Server an Puppet anbinden. Ganz wichtig, dieses Sternchen bedeutet immer, dass diese Systeme nicht dafür gedacht sind, ein Puppet Enterprise als Master zu betreiben, sondern als Agent, als Client an einen Puppet Master anzubinden. Das heißt, ich kann auch Windows von Puppet konfigurieren, kann beispielsweise Services verwalten, kann sogar MSI-Pakete installieren über Puppet. Auch Windows 7-Systeme übrigens. Ubuntu ist in allen LTS-Versionen supported. Man kann auch die neueren Versionen, die nicht LTS-Versionen verwenden. Muss nur ein paar Kleinigkeiten beachten. Debian sind sowohl die aktuell stabile Version als auch die Old Stable Version noch verfügbar. Man kann Solaris anbinden. Dort gibt es auch von Puppet Enterprise fertige Pakete dafür. SUSE Linux ab 11 SP1. Ohne SP1 fehlen leider noch ein paar wichtige Abhängigkeiten. Sollte man schlicht und einfach auf den Service Pack updaten. Ja, Scientific Linux, Oracle und AIX. So, die Puppet Enterprise Konsole. Kümmert sich also darum, neue Nodes hinzuzufügen, beziehungsweise allgemeine Nodes zu verwalten. Kümmert sich um die Zuweisung von Puppet-Klassen, beziehungsweise der Gruppierung von Nodes und der Zuweisung über Gruppen. Zeigt alle Reporting-Funktionen an, die Puppet so hat. Das heißt, jede Aktivität auf dem System, egal ob was geändert wurde oder nicht, ist dort sichtbar. Man kann bestimmte Live-Aktionen durchführen, zum Beispiel man kann einen Puppet-Run, also eine Konfiguration von dort auslösen, die dann mehr oder weniger live auf dem System ausgeführt wird. Man kann sich anzeigen lassen, was ist wo konfiguriert, beziehungsweise auch teilweise Live-Ressource-Werte abholen, zum Beispiel auf welchen Systemen ist dann der User XY installiert oder verfügbar. Ich sehe alle Facts, die Systeme haben, kann auch danach suchen und filtern anhand von Facts. Und ich habe mit Benutzerrechten die Möglichkeit, auch den Zugriff dort einzuschränken. Beziehungsweise auch Nutzern nur den Lesezugriff auf bestimmte Server zu erlauben. Ja, ein kurzer Screenshot. Zeige Ihnen auch gleich ein Demosystem. Da sind natürlich nicht so viele Nodes drin. Wir haben jetzt hier noch ein kleines Setup, damit man eben mal sieht, wie das Ganze ausschaut, wie es sich verhält. Klassisches Dashboard. Ich sehe, welche Nodes in letzter Zeit was gemacht haben, beziehungsweise sehe auch, dass Fehler aufgetreten sind an dem Tag. Sehe aber auch, dass
am aktuellen Tag sozusagen keinerlei Änderungen oder auch Fehler aufgetreten sind. Das heißt, ich habe sozusagen eine saubere Umgebung. Ich sehe, dass 6 Systeme in diesem Fall sich nicht an Puppet gemeldet haben innerhalb einer gewissen Zeit. Beispielsweise, weil der Server down ist. Kann aber auch ein Fehler sein, dass Puppet eben nicht läuft zurzeit auf dem System. Aber man hat eben eine ziemlich genaue Übersicht darüber, was Puppet oder was Puppet in der Gesamtumgebung tut. Hier ist noch eine kurze Übersicht Puppet Forge. Sie finden dort mittlerweile unglaublich viel. Das heißt, Sie finden für so ziemlich jeden Anwendungsfall, wo sich schon mal jemand Gedanken drüber gemacht hat, ein Puppet-Modul auf der Forge. Man muss das Ganze nur ein bisschen differenziert sehen. Ich habe mit vielen Kunden darüber gesprochen, die sagen, es ist ja ganz nett, aber das ist alles so komplex, dass ich es nicht verstehe. Oder ich will das gar nicht so komplex, wie das Modul das macht. Man darf es natürlich nicht so sehen, als wäre die Module, die auf der Puppet Forge verfügbar sind, das Nonplusultra, das man verwenden muss oder sollte oder was auch immer. Ich sehe die Puppet Forge mehr oder weniger als Inspiration. Was kann man machen? Wie haben es andere gemacht? Wie kann ich selber umsetzen? Und dadurch halt auch so dieses Learning by Doing. Ich schaue mir andere Module an und baue meine Module so ähnlich. Hilft sehr viel. Es gibt viele brauchbare Sachen auf der Puppet Forge. Es gibt beispielsweise für Sudo, für NTP, für SSH auch fertige Module, die teilweise auch vom Puppet Lab selber sind, die man mehr oder weniger 1:1 zu verwenden kann, mit ein paar Ausnahmefällen. Das heißt, Sie finden dort erstmal so für ein paar Standardfälle gute Module. Aber die Frage ist natürlich, das Java-Modul oder für Windows irgendwelche Module, die dort existieren, kann ich die so verwenden, wie ich sie brauche? Vielleicht nicht, aber ich kann zumindest gucken, wie haben es die gemacht, damit ich weiß, was muss ich anpassen, damit es für mich funktioniert. Neben dieser Open-Source-Gedanke und einen Teil zusammen. Ja. Ganz kurz. Vielen Dank, Markus. Wir haben eine Teilnehmerfrage und zwar das Thema Clustering. Also kann ich beispielsweise auch mehrere Puppet Master in meiner Umgebung nutzen? Ja, kann man. Man kann diese Enterprise-Systeme in verschiedenen Rollen installieren. Das sehen wir auch gleich im Frontend. Das heißt, es gibt verschiedene Rollen. Es gibt eben eine Puppet-Konsole, die sozusagen Frontend und Datenbank bereitstellt für das System. Aber den eigentlichen Puppet-Master an sich kann ich auf mehreren Systemen zusammenfassen. Muss ich vor allem auch dann deswegen machen, wenn ich Last verteilen will, weil diese Katalogberechnung natürlich CPU-Ressourcen frisst. Das heißt aber, ich kann meine Puppet-Master-Systeme schlicht und einfach 20 Systeme nebeneinander stellen, die alle die gleiche Aufgabe haben, die ich load balancen kann, aber alle Reports und alle Daten laufen am Ende in die gleiche Konsole rein, in die gleiche Datenbank. Aber ich kann es sehr, sehr einfach Last verteilen. Okay, und eine weitere Frage, die wir noch haben, kann man auch, also was muss man tun, um Module auf der Puppet Forge hochzuladen? Also ist das möglich und was sind da für Voraussetzungen gegeben? Also an der Puppet Forge kann im Prinzip jeder mitmachen. Man muss sich dort anmelden und kann unter seinem, wie soll ich sagen, unter seinem Namen beliebige Module hochladen. Es gibt ein paar, sage ich mal so, Standardvorgaben, wie ein Modul aussehen soll für die Puppet Forge. Das heißt, es gibt Metadaten zu einem Modul, Name, wer es erstellt hat, natürlich auch Lizenzinformationen, das ist relativ wichtig bei Open Source. Und ich kann in diesen Metadaten auch beschreiben, dass ich ein anderes Modul brauche, damit meins funktioniert. Aber hochladen kann jeder. So, dann schauen wir uns jetzt mal das kleine Demosystem an, das ich hier habe. Ich melde mich mal kurz an, wenn meine Maus will. So, was ich jetzt hier momentan habe, ist ein einfaches Puppet Enterprise. Das ist ein Debian Wisi, das heißt die aktuelle stabile Debian-Version. Und hier sind jetzt alle Komponenten drauf installiert, die ich für einen
für den Betrieb von einem Standalone Puppet Master brauche. Sie sehen jetzt auch hier diesen Server, den ich hier habe. Der konfiguriert sich selbst über Puppet. Das heißt, da läuft sowohl Puppet Master als auch Puppet Agent auf dem gleichen System drauf. Und konfiguriert auch die Puppet Master Funktion über sich selbst. So ein bisschen Endlosschleife. Ich konfiguriere mich selbst. So. Was sehen wir jetzt hier? Das ist jetzt das Dashboard. Ich sehe, gestern hat das System irgendwelche Änderungen durchgeführt, dieser blaue Balken hier. Heute hat er noch nichts gemacht, außer festgestellt, dass alles so sein soll, wie es ist. So ist, wie es sein soll. Ich sehe auf der linken Seite meine Node-Gruppen, die ich habe. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Hierüber wird zum Beispiel definiert, wer Puppet-Konsole ist, also wer Frontend für den Puppet-Master ist, welche Server Puppet-Master sind, das heißt die Konfiguration für den User entsprechend oder für den Server ausrollen. Und ich sehe hier verschiedene Klassen, die momentan angewendet sind. Das sind das momentan alles nur Puppet Enterprise-Klassen, die sich um die Rollen kümmern. In diesem Fall. Hier oben links für eine Übersicht über den Gesamtzustand. Das ist gerade relativ unspektakulär. Und wenn ich jetzt mal in diesen Server gucke, sehe ich hier oben, welchen Gruppen er zugewiesen ist, welche Klassen zugewiesen sind. Hier sind Klassen über Gruppen zugewiesen, sind aber auch Klassen durchaus direkt zugewiesen. Ich kann sehen, wie viele Änderungen bzw. Reports über die Tage gelaufen sind. Ich sehe einen Graph, wie lange der Puppet dran lief. Immer ein schöner Anhaltspunkt, wenn irgendwas schief läuft, sieht man, wann er Probleme hatte. Ich sehe hier alle Reports, die das System erzeugt hat. Die werden nach 30 Tagen aus der Datenbank sozusagen aufgeräumt. Aber ich kann sozusagen jeden Puppet dran, der halbstündig läuft, dort sehen. Hier drunter jetzt eine Übersicht über Defects dieses Systems. Ich sehe zum Beispiel hier, dass das eine VirtualBox VM ist. Ich sehe, was da so an Block-Devices drin ist, dass da eine Festplatte drin ist, dass ein CD-ROM-Laufwerk eingebaut ist. Board Manufacturer, also der Mainboard-Hersteller sozusagen. Was haben wir hier? Die Version von Puppet Enterprise, die auf dem System installiert ist. IP-Adressen, auch IPv6. Allerdings hat das System keine, deswegen zeigt es nicht an. MAC-Adressen von Netzwerk-Interfaces, es gibt Kernel-Versionen, alles mögliche, was man über das Betriebssystem wissen sollte. Arbeitsspeicher, teilweise auch Konfigurationspfade von Puppet und so weiter. Eine Frage, die wir von einem Teilnehmer haben, kann man da auch eigene Facts in die Richtung anlegen, also wenn ich selber Definitionen habe, dass ich mir die selber generieren kann? Also man kann beliebige Facts selbst definieren, wie ich vorhin schon gesagt habe am Anfang eigentlich. Das kann ein Shell-Skript sein, das kann Ruby-Code sein und ich muss nur dafür kümmern, dass die Facts auf den Systemen landen. Diese Facts werden aber automatisch verteilt, sobald ich sie in meine Umgebung integriere. Das heißt, sobald die Facts in einem Modul, das ich habe, enthalten sind, werden sie auch auf den Systemen entsprechend generiert beim Puppet laufen. So, schauen wir uns mal kurz an, wie so ein Report ausschaut. Und zwar gehe ich auf More, dann sehe ich von gestern den zweiten Report, den das System gemacht hat. Schauen wir mal an. Wir sehen jetzt hier ein paar Statistik-Zusammenfassungen. Das heißt, ich sehe, dass er 4 Changes ausgeführt hat, die waren alle erfolgreich. Ein bisschen Information über die Ressourcen. Das heißt, insgesamt hat das System 212 Ressourcen, teilweise von Puppet, verschiedenste Sachen, von Dateien bis Diensten. 208 waren sozusagen so, wie sie sein sollen. Und 4 musste er anpassen. Und ich sehe hier unten Statistik, welche Art von Ressourcen insgesamt wie lange gebraucht hat. Ist teilweise ein netter Indikator, wenn man weiß, wenn irgendwas schief läuft oder von der Performance nicht so ist, wie es sein sollte.
sieht man das da recht schnell. Jetzt klicke ich mal ins Log. Das ist der interessante Teil, wenn ich wissen will, was hat das Ding denn eigentlich gemacht, beziehungsweise wenn was schiefgelaufen ist, sehe ich auch hier, warum und weshalb. Was ich gestern gemacht habe, ist, ich habe eine weitere Klasse aktiviert und er kümmert sich in diesem Fall darum, die umzusetzen. Das heißt, er legt hier eine Dateiressource an, das sieht man hier in diesem File. Er kümmert sich darum, eine Custom-Ressource für das Entpacken eines Archivs anzuwenden und er kümmert sich darum, einen Befehl auszuführen. Das ist, glaube ich, hier das, ja, auch das Entpacken von diesem Archiv mit. Und der letzte Schritt hier unten ist, er hat eben ein File definiert. Das ist ein Bash-Skript hier, das sehen wir auch gleich, das wird für die Agent-Installation verwendet. Das hat er erzeugt mit folgender MD5-Sum. Diese Aktionen waren alle erfolgreich. Ich sehe, wann sie ausgeführt wurden. Und kann mir jetzt bei Events hier oben den Gesamtstatus über alle Ressourcen anzeigen. Das heißt, ich sehe eben, welche Ressourcen existieren, welche nicht geändert wurden, welche geändert wurden. Und man kann im Fall der Fälle ziemlich genau nachgucken, was denn passiert ist. So. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen will, ist, wie man neue Systeme hier aufnimmt. Ich habe hier zwei zusätzliche VMs, die gerade noch nichts von Puppet wissen. Das ist in dem Fall hier oben ein CentOS 6.5. Da läuft momentan gar nichts drauf, außer den Standarddiensten, Syslog, SSH-Daemon und so weiter. Hier unten ist noch ein Debian-Client, das ist auch ein Debian-Visi. Da läuft momentan auch nichts drauf, was irgendwas mit Puppet zu tun hat. Was ich jetzt brauche, um Puppet Enterprise oder allgemein Puppet Agent zu installieren, ist, ich brauche ein Repository, wo ich meine Packages herhole. Das kann entweder bei Ihnen auf dem zentralen Repository-Server was sein, wenn Sie einen Satellite haben für Ihre Red Hat-Systeme, können Sie dort einfach dieses Repository einbinden. Die entsprechenden Pakete lassen Sie einfach runterladen von Puppet Labs und auf den Systemen ausrollen. Was der Puppet Enterprise Master recht nett kann, er kann diese Repositories selber verwalten. Das heißt, er stellt von HTTP die Repositories zur Verfügung und auch dazu ein Skript, um das Repository zu installieren. Das ist das, was wir gerade in diesem Report gesehen haben, was er umgesetzt hat. Ich habe das hier schon mal drauf kopiert. Wir gucken jetzt mal in dieses Skript rein, damit Sie mal ein Gefühl dafür haben, was da eigentlich dahinter steckt, ein Puppet Agent auszurollen. Das ist ein Skript für Red Hat-Systeme. Was er hier macht, ist, er legt ein YAML-Repository an. Das ist jetzt hier mein Puppet Master, den ich habe, mit dem Repository für Enterprise Linux 6, 64-Bit. Aktiviert das Ganze. Und im Prinzip das Einzige, was er tut, ist, das Paket PE-Agent zu installieren. Das sind dann, ich glaube, 10 Pakete in Summe, die er installiert, mit ein paar Abhängigkeiten. Aber das ist alles, was ich für den Agent brauchen, hängt an diesem Paket dran. Unser letzter Schritt ist, um die Konfiguration zu aktivieren, ist hier den Puppet Server zu setzen, mit dem das System zu sprechen hat. Den eigenen Zertifikatsnamen, der wird automatisch generiert, und eine Konfigurationsumgebung. Und der nächste Schritt ist schlicht einfach, den Puppet Agent hier auf dem System auszuführen. Und ab dem Moment haben wir einen aktiven Puppet Agent, der dann im Webinterface sichtbar wird. So. Wir führen das jetzt einfach mal auf dem System hier. Wir haben also jetzt hier ein paar Pakete deinstalliert. Ich mache das jetzt mal parallel auch auf dem Debian-System. Das Debian-Skript sieht natürlich anders aus. Ist aber im Endeffekt das gleiche. Ich richte ein Apt-Repository hier oben ein. Hier wird auch der Key vom Repository mit installiert und installiere hier unten den Puppet Agent, heißt genauso PE Agent, aktiviere die Konfiguration. Also im Endeffekt das gleiche, nur halt für die Apt-Welt statt die YAML-Welt. Das ist jetzt fertig. Er hat hier unten dann
dafür gesorgt, dass sein Agent gestartet wird in dem Fall. Und sobald sich so ein Agent das erste Mal am Server meldet, muss es sich natürlich darum kümmern, dass die Verschlüsselung, mit der Puppet arbeitet, auch initialisiert wird. Das heißt, der lädt sich das Root-Zertifikat von der Zertifizierungsstelle vom Puppet runter, erstellt ein Zertifikatsrequest und lädt dieses Zertifikatsrequest auf den Puppet Master. Beide Server sind jetzt fertig. Und wenn ich jetzt mal hier mein Dashboard fresche, dann sehe ich jetzt hier oben zwei Node-Requests. Das heißt, zwei Server möchten jetzt Mitglied meiner Puppet-Umgebung werden. Ich sehe mir den CentOS-Client, den Debian-Client, sehe den Fingerabdruck der Zertifikate bzw. des Schlüssels, den sich die Nodes selber erzeugt haben. Und alles, was ich tun muss, ist hier nur bestätigen, ich traue diesem Client sozusagen. Also ich klicke jetzt hier auf Accept zweimal. Und das sorgt dafür, dass die Systeme beim nächsten Lauf automatisch ein Zertifikat kriegen. So. Normalerweise ist es jetzt so, das dauert jetzt bis zu einer halben Stunde, bis der nächste Puppet-Lauf läuft, weil eben das Intervall normal eine halbe Stunde ist. Wir wollen jetzt natürlich nicht so lange warten. Das heißt, ich starte jetzt manuell einen Puppet ran. Ich führe dazu den Puppet Agent als Root im Testmodus aus. Das würde in dem Fall dafür sorgen, wir sehen jetzt hier unglaublich viel durchlaufen. Was der jetzt im ersten Schritt macht, ist, sich alle Effects runterzuladen, die das System kennt. Simple Puppet Enterprise. Aber er braucht die Effekte sozusagen für den Puppet dran, damit er dem System überhaupt sagen kann, wer bin ich denn, was kann ich denn? Ah, hier sehen wir jetzt, der läuft da ran gerade im Hintergrund. So, und jetzt sehe ich hier, ich habe zwei neue Systeme. Diese neuen Systeme haben jetzt im ersten Schritt noch nicht viel gemacht. Ich sehe jetzt aber alle Effekte, die das System bekommen hat. Auch die Puppet Enterprise Facts, die er erst vom Server jetzt bekommen hat, sozusagen, über den ersten Run, sind auch hier alle enthalten. Und ich sehe jetzt, ob hier diese drei Systeme noch nichts geändert haben, weil sie noch nirgendwo drin sind. Was jetzt ich mal mache, um es zu zeigen, ist, ich nehme die Systeme jetzt hier in eine Gruppe mit auf. Das ist die Gruppe M Collective. Die kümmert sich darum, dass alle Dienste, die fürs Live-Management des Knoten sozusagen erforderlich sind, auf dem System installiert sind. Ich nehme die beiden Server jetzt einfach hier auf. Ich könnte das jetzt so andersrum über die Systeme machen, in denen ich sage, in welchen Gruppen bist du denn? Das ist hier einfach kein halber. Das heißt, ich habe die jetzt hier hinzugefügt. Beim nächsten Lauf, da wird jetzt automatisch die M-Collective-Software installiert, die mir Live-Verwaltung der Knoten erlaubt. Ich werde das jetzt mal, weil wir nicht warten möchten, nochmal manuell hier ausführen. Ich würde später auch Out-Deploy haben, beziehungsweise das System automatisch auf Puppet ausrollen, könnte man das dann in einem Skript verwenden, dass die Sachen initial einfach sofort ausgerollt werden und später habe ich dann eine relativ leichte Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren. So, zurück zu unserem Sport. Ihr seht jetzt hier, die haben blaue Haken bekommen, das heißt, die haben jetzt 64 bzw. 65 Ressourcen angewendet. Und was das jetzt gemacht hat, ist, es hat meine M-Collective Software installiert, hat sehr viele Ressourcen geändert, hat Zertifikate erstellt, Skripte hinzugefügt, alles Mögliche. Und was mir das jetzt erlaubt, ist Live-Management durchzuführen. Ich klicke jetzt mal hier oben auf Live-Management. Müsst ihr jetzt hier gleich drei Knoten sehen. Das dauert einen Moment.
Das ist Live-Management. Das ist momentan ein Feature, das zwar von der Grundlage Open Source ist, aber als Frontend eigentlich nur über Puppet Enterprise gerade wirklich gut verfügbar ist. Es erlaubt mir Live-Zugriff auf Daten des Systems. Beispielsweise eine Gesamtübersicht über alle Standard-Ressource-Typen. Dann jetzt mal einen Inspect All hier klicken. Was dieses M-Collective im Hintergrund tut, ist, es sendet einen Befehl an alle Systeme. Alle Systeme, die diesen Befehl kriegen, sammeln Daten und senden sie zurück an den Master. Das heißt, ich habe mit gewisser Verzögerung, ein paar Millisekunden, 1, 2, 3 Sekunden, habe ich direkt Interaktionsmöglichkeiten mit dem System. Das erlaubt mir zum einen, wie es jetzt hier der Fall ist, eine Übersicht über Host-Ressourcen zu haben. Das sind praktisch einfach Host-Einträge. Ich kann mir dann anschauen, dass bestimmte Definitionen eindeutig sind. Das heißt, nur auf bestimmten Systemen sind der Localhost vorhanden ist, aber teilweise halt unterschiedlich ist, weil das Red Hat-System die Sachen anders definiert. Es sind mehr Aliases dran zum Beispiel. Das heißt, ich kann Konfigurationsunterschiede erkennen. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist aber, ich kann Puppet steuern darüber. Das heißt, das, was wir jetzt gerade manuell gemacht haben, dass ich, weil ich was geändert habe, einen Puppet Agent Run ausgelöst habe, damit das doch gleich macht und nicht erst in 25 Minuten, das kann ich hier rüber steuern, sobald das initial einmal aktiviert ist. Das heißt, ich kann hier sagen, mach mir mal bitte einen Puppet Run, klick hier drauf, kann das auch, wenn ich das möchte, parametrisieren, will ich jetzt nicht, und klick einfach auf Run. Das sendet jetzt einfach einen Befehl an meine drei Systeme, führ bitte einen Puppet Run aus. Dieser Befehl wurde an die erfolgreich übermittelt. Und ich werde jetzt in den nächsten Sekunden sozusagen hier einen neuen Report bekommen. Dann würde es bei den Systemen dann dafür sorgen, dass das ein grüner Haken wird, weil er nichts mehr geändert hat. Schauen wir mal. Ja, genau. Wir haben jetzt hier von gerade eben neue Reports bekommen. Und es ist praktisch unchanged. Also der letzte Report hat nichts gemacht. Ich habe ihn einfach manuell getriggert. Ja. Ist also sehr hilfreich, um Änderungen sehr interaktiv und zeitnah umzusetzen und zu testen. Kann aber auch erweiterte Sachen machen. Das heißt, ich kann Touches über dieses System installieren. Was ich jetzt mal zeigen werde, ist den Status vom Paket NTP. Das ist auch ein Beispiel, das ich gleich mal zeigen werde, wie man NTP aktiviert. So. Er hat jetzt also die Daten hier eingesammelt. Und was ich jetzt sehe hier ist, dass auf zwei Knoten der Status purged ist und auf einem Knoten absent. Das heißt, ich habe auf keinem der Systeme momentan NTP installiert. Der einzige Unterschied hier ist wieder mal architekturbezogen. Debian kennt eben diesen Status purged statt einfach nicht installiert und auf Red Hat ist es eben einfach, das Paket ist nicht installiert. Aber ich kann hier über einfachen Weg teilweise Aktionen durchführen. Ich könnte zum Beispiel auch den Upcache aller Debian-Systeme hierüber aktivieren oder Pakete installieren, Paket-Updates teilweise auch ausrollen. Man sollte sehr vorsichtig damit sein, was man tut, aber es ist ein sehr nettes Framework. So, um jetzt mal ein bisschen was zu sehen, würden wir jetzt zwei Module auf Systeme ausrollen. Wir werden uns die Module mal aus Puppet Forge holen. Das heißt, wir gehen mal auf forge.puppetlabs.com. Hier auf der Seite sehen Sie jetzt auch die Puppet Enterprise Supported Modules, also alles, was sozusagen offiziell von Puppet Labs supported ist. Und was wir uns jetzt anschauen werden, ist Puppet Labs NTP, um den Zeitserver zu konfigurieren, und das MySQL-Modul von Puppet Labs. Man kann sich die Informationen hier überall angucken, auf forge.puppetlabs.com, suchen sie danach und so weiter. Und hier ist auch direkt erklärt, wie installiere ich denn dieses Modul. Das heißt, alles, was ich brauche, ist diesen Befehl auf
meine Puppet Master. Puppet Labs NTP. Apps. Und ich habe jetzt ein NTP-Paket installiert. Das hat er automatisch hier gemacht und das ist auch dann verfügbar. Das Gleiche machen wir noch für MySQL. Geht also relativ schnell. Einziger Nachteil für wirkliche Enterprise-Umgebung, das Tool benötigt natürlich Internetzugang. Also entweder die Möglichkeit über einen Proxy runterladen oder man kann natürlich so ein Modul auch manuell runterladen und manuell installieren. Je nachdem, welche Erfordernisse es immer hat. So. Das Einzige, was ich jetzt tun muss, um das Ganze in meiner Umgebung verfügbar zu machen, ist, ich muss dem Dashboard sagen, bitte verwende diese Klasse. Das heißt, ich gehe in meine Klassen, die das System kennt, und füge die hinzu. Die Auswahl, die ich jetzt hier habe, ist direkt das, was auf dem System, was auf dem Master an Modulen installiert ist, beziehungsweise deren Subklassen, MySQL Backup, MySQL Server. Ich aktiviere mir jetzt hier den MySQL Client, also der praktisch diese Modulklasse kümmert sich darum, einfach den MySQL Client zu installieren. Und der MySQL Server installiert den vollwertigen Server inklusive, dass der Dienst auch läuft. Und das gleiche für das Modul NTP. Das heißt, ich füge mir die drei jetzt mal zu. Sind jetzt in meiner Liste hier verfügbar. Und ich kann diese Klassen jetzt entweder einer Gruppe oder einem Server zuweisen. Was ich jetzt mache, ist, ich editiere die Gruppe Default und füge die hier als Klasse hinzu. Ich sage jetzt einfach NTP. Speichere das Ganze. Und meinen MySQL Server möchte ich doch auf meinem Debian installieren. Das heißt, ich arbeite jetzt den NordDebian-Client und füge hier die MySQL-Client und die MySQL-Server-Klasse hinzu. So. Hat natürlich jetzt nicht mehr gemacht, als zu definieren, was ich haben möchte. Ich glaube, wir müssten jetzt ungefähr so 23 Minuten auf den nächsten Puppet dran warten. Dadurch, dass wir Live-Management haben, können wir das Ganze natürlich einfach so anstoßen. So, das heißt, ich führe jetzt einfach auf meinen drei Systemen ein Puppet dran aus. Den CentOS-Client habe ich jetzt ja gar nichts geändert. Könnte den jetzt auch einfach hier rausselektieren. Machen wir mal. Das heißt, ich führe jetzt auf meinen Puppet Master und auf meinem Debian-Client den run-once-Befehl aus. Hat er auch übermittelt. Dann müssen wir mal einen kurzen Moment warten und dann werden wir sehen, dass es sowohl NTP installiert hat, als auch dann auf dem Debian-Client-System den MySQL-Server installiert. Natürlich ist immer der spannende Faktor, wir warten darauf, dass der Server irgendwas Magisches tut im Hintergrund. Aber er muss natürlich jetzt auch das Paket erstmal runterladen. Aha. So, also wir haben jetzt hier einen neuen Report, der hat wieder einen blauen Haken, das hat was geändert. Wir sehen, er hat 5 Ressourcen geändert, eine neu gestartet. Und wenn ich jetzt in die Events und Log wollte ich reingucke, dann sehe ich jetzt hier oben, er hat jetzt das NTP-Package installiert. Also übrigens umgekehrte Reihenfolge, also nicht verwirren lassen, er hat von unten nach oben gearbeitet. Das heißt, er hat jetzt hier das NTP-Paket installiert, er hat die NTP.conf
nach seinen Wünschen geändert. Man sieht jetzt hier von der Hashsum auf die Hashsum. Und er hat den NTP-Service gestartet. Das heißt, wir haben jetzt einen Zeitserver auf dem System aktiv. Und hier sieht man das Gleiche für den MySQL-Server. Das heißt, er hat das Paket Client installiert, er hat den Server installiert und er hat das Config-File ausgetauscht mit der Konfiguration, die wir dann gerne hätten. So, auf die Übersicht. Und auf dem Puppet Master hat er im Endeffekt nur den NTP installiert, nachdem wir da kein MySQL konfiguriert haben. Und hier übrigens drunter, wenn wir es gerade noch offen haben, sehen Sie jetzt hier, er hat auch hier Facts bzw. Puppet und Ruby Functions ausgetauscht, die eben in diesem MySQL-Modul enthalten sind, das jetzt neu ist und dadurch auch die Facts und die sonstigen Ruby-Funktionen sozusagen auf den Nodes aktiviert werden als erstes. Ja, so sieht es im Endeffekt mit der Puppet-Umgebung aus. Können wir noch Fragen beantworten? Beziehungsweise möchte noch jemand irgendwas Bestimmtes wissen? Okay, super. Dann recht herzlichen Dank, Markus, für die Ausführung, so rum heißt. Genau, wenn Fragen sind, dann die bitte gerne an uns über den Chat stellen. An die Zeit würde ich dann gerne, wir auf Fragen warten, dann gerne auch noch nutzen. Wir haben auch wieder weitere Webinare dann in den nächsten Tagen beziehungsweise auch Wochen. Das heißt, da gibt es beispielsweise am 4. April gibt es dann das Isinger Web Webinar, also Isinger Web 1, nicht Isinger Web 2, und Ende April dann auch nochmal zum Thema Request Tracker, wer sich für Trouble Ticketing Systeme interessiert. Ansonsten sehe ich jetzt gerade noch eine Frage, wie ich dann mehrere Puppet Master über das Webfrontend konfigurieren kann. Braucht man einen Webfrontend dazu oder braucht man pro Puppet Master ein Webfrontend? Also es gibt im Endeffekt ein Dashboard für alle. Es gibt eine gemeinsame Datenbank und alle Reports laufen an dieses zentrale Enterprise Dashboard. Das Einzige, was man sozusagen gewährleisten muss, ist, dass die Puppet Master entsprechend auch über die Module installiert sind. Und dass alle Module, die ich verwende, auf den Systemen gleich sind. Was ich jetzt natürlich hier gemacht habe, ich habe das da über Puppet Module einfach installiert. In einer echten Live-Umgebung würde man dann da Versionskontrolle einsetzen, um die eigenen Module bzw. das, was dort aktiviert ist, zu versionieren und in der richtigen Version bereitzustellen. Und man muss natürlich gewährleisten, dass auf allen Puppet-Mastern, die man hat, das identisch sind. Aber die Konsole und die Datenbank, die ganze Datenbasis, die man drunter hat und auch die Konfiguration ist für alle das gleiche Dashboard. Okay. Eine weitere Frage, die wir haben, ist zum Thema SSL-Zertifikate, ob man hier auch wirklich eigene Zertifikate erstellen kann, an seine Richtlinie gebunden oder ob das dann nur über den Puppet Agent geht, der die Zertifikate dann erstellt. Also man kann grundsätzlich bei den SSL-Zertifikaten sehr viel selber machen. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass da sehr viel Automatisierung von Puppet integriert ist. Das heißt, die CA, die komplette Zertifikat Authority, wird von Puppet gepflegt und gesteuert, dadurch, dass ich neue Knoten hinzunehme, lösche. Die Teilkomponenten, wie dieses Dashboard und so weiter, haben alle individuelle SSL-Zertifikate. Man kann das natürlich an eine zentrale Infrastruktur anbinden, ist allerdings relativ kompliziert. Was ich empfehlen würde, ist durchaus Puppet das Ganze zu überlassen. Aber über Domänenrichtlinien, was auch immer, das CA-Zertifikat, das Puppet benutzt sozusagen auch in die Vertrauensstellung der Systeme mit aufnehmen, damit beispielsweise eben das Dashboard auch vertraut wird als ich vertraue deinem CA-Zertifikat. Aber man will da gar nicht so viel dann Richtung Windows AD und so weiter verbinden, weil eigentlich diese Zertifikate nur für die interne Puppet-Kommunikation laufen, beziehungsweise die
Frontends, die Puppet hat. Und mit mir haben diese Zertifikate gar nichts zu tun. Okay, danke. Eine Frage haben wir noch, und zwar geht es da um das Thema Puppet Agent. Wenn man eine bestehende Umgebung hat und den Puppet Agent auf mehreren Systemen verteilen will, nutzt man da ein eigenes Verteilungssystem, oder gibt es hier von Puppet eine Möglichkeit, das Ganze dann zu vereinfachen, also wie ich den Puppet Agent dann auf verschiedene Systeme dann ausrolle von der bestehenden Infrastruktur? Also Autoprovisionierung von Puppet Agent gibt es im Prinzip nichts Fertiges. Es gibt dieses Skript, was man sozusagen einfach ausführen muss auf den Systemen. Die Empfehlung ist klipp und klar, wenn man ein zentrales Repository hat, wie jetzt Spacewalk, ein Satellite-Server oder was auch immer man nutzt für seine Umgebung, dass man Puppet dort mit integriert, um Software-Updates zentralisiert über den Standardweg auszurollen. Und das Einzige, was man wie gesagt tun muss, wenn man einen neuen Rechner aufnehmen muss, ist dieses Metapaket pagent installieren und dem Server sagen, wo soll er sich denn melden. Wobei Puppet auch einen netten Weg hat, er findet seinen Server auch automatisch, indem er einfach nach puppet.meine-domain sucht. Und sobald er dort einen Puppet-Master findet, wird er sich an dem anmelden. Das hängt dann je nachdem zusammen, wie die Infrastruktur ausschaut. Aber man kann dort die Installation ist relativ simpel. Ich installiere ein Paket und aktiviere den Agent mit dem richtigen Hostname des Puppet Masters, und alles weitere ist dann Puppet intern. Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen von den Teilnehmern, oder wären wir dann durch? Also wie gesagt, wir haben auch, man kann gerne sich, also man sieht ja auch die Kontaktdaten, wenn noch Fragen sein sollten, im Nachgang gerne auch direkt an uns wenden. Wir werden auch das Video und die Präsentation werden wir auch online stellen. Das heißt, das kann man sich auch gerne angucken. Wir haben auch nochmal dann zwei weitere Puppet-Webinare, die allerdings erst dann im Mai. Da geht es dann auch um die Open-Source-Variante von Puppet, aber auch um das Thema dann, was wir Ende Mai machen, VMware-Provisionierung. Das heißt, ich habe auch den charmanten Vorteil, dass ich über Puppet meine VMware-Umgebung ansprechen kann. Und das werden wir auch noch in dem Webinar dann demonstrieren. Und ansonsten, wie gesagt, gerne auf unserer Webseite gucken. Das ist nochmal alles schön detailliert erklärt, und gerne auch an uns wenden. Dann schaut es so aus, als hätten wir keine Fragen mehr. Das heißt, wir haben es, glaube ich, ganz gut gemacht. Danke nochmal in dem Sinne an den Markus für die schöne Ausführung und auch an die Teilnehmer für die Teilnahme. Dann wünsche ich allen noch auf jeden Fall ein schönes Wochenende vorab, einen schönen sonnigen Tag, und bis zum nächsten Mal. Ja, einen schönen Tag noch.